Wahrscheinlich kontrollieren die Polizisten den Schlüssel. Jetzt auch nochmal. Könnt ihr mich gerne durchsuchen? Ja. Wie ist Schlüssel los? Welche Schlüssel los? Eine Keycard. Gibt's einen Keycard? Schlüsselos, man kennt ihn. Hä? Das Ding fährt also ohne Schlüssel. Hä? Ja, ich verarsch sie nicht. Ja, ich glaube das. Also das Ding ist schlüssellos, fährt das Auto. Warte. Hä? Nein. Wahrscheinlich, es gibt doch Handyschlüssel heutzutage wahrscheinlich, oder? Bei dem alten Modell gibt's das noch nicht. Ja, stimmt. Nein, nie im Leben. Ja, hab nicht dran gedacht, dass du alt bist. Doch ohne zu starten. Ohne Schlüssel, wie soll das denn gehen? Beschädigt werden. Das Problem ist, der ist zu niedrig, ne? Der ist hier ziemlich niedrig, so. Da muss man alle Rampen runterziehen, damit der vorne hochkommt, ja? Aber die Räder blockieren. Also wenn ich ihn auf die Rollen kriege, dann können die blockierenden Räder über die Rollen gehen. Aber hier ziehe ich den weg und dann gehe ich... Spieltalk, der ist ein bisschen nervös, oder? Er kann nicht die Räder, der Arme. Ja. Ausgerechnet der Fahrer soll helfen. Der Arme. Es geht jetzt darum, wie wir das Auto hier draufkriegen. Das ist nicht mein Problem. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Abschlepper. Hey. Ja. Kann der Herr mit diesem Auto auf den Wagen drauffahren? Viel Glück. Okay, ich war eben noch entspannt bei euch. Ja, okay, wir haben uns eben noch gut verstanden, oder? Soll das weiter? Nein. Also gut. Machen wir dann weg. Nein. Kann der Herr mit diesem Auto da drauffahren? Also ich habe keinen Schlüssel. Aber Sie haben keinen Schlüssel, haben Sie gesagt. Ja, ich ja nicht. Es gibt keinen Schlüssel für das Auto, haben Sie gesagt. Genau. Kann man damit anders fahren mit dem Auto? Warum stellen Sie mir jetzt die Frage? Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Abschlepper. Ich bin kein... Digga, Real Talk, wenn Polizisten mit mir reden und irgendwas von mir wollen, dann würde ich nicht so wie er sagen, so würde ich nicht die ganze Zeit lügen, weil ob wir es ja an Schlüssel, dies, das und die ganze Zeit sozusagen leicht provozieren und alles ablehnen, sondern ich würde einfach sagen, ich rede mit ihm nicht, einfach so straight sagen, so nee, immer. So wenig Informationen geben wie möglich, mich nicht in irgendein Lügenkonstrukt verheddern oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Ich würde immer sagen, ich sag nichts dazu. Ja. Weiß ich nicht, also ich. Mhm. Bis jetzt hatte ich noch nie so Kontakt mit der Polizei. Gott sei Dank. Ja, ich auch nicht. Polizist, ich weiß nicht, Sie kennen sich ja aus. Sie haben ja eben geprahlt damit, dass Sie hier zuständig sind dafür, dass in der Regel, was weiß ich, wie viele Fahrzeuge von diesem Modell. Ja, hat er recht, hat er recht. Wissen, wie man sowas hochkriegt. Ja, ist so. Bin ich Abschlepper? Arbeite ich bei so einem Unternehmen? Ich hab keine Ahnung. Wissen Sie was? Warum echt so? Warum fragen die ihn so? Real Talk. Was soll er jetzt anders machen an dem Auto? Okay, er hat wahrscheinlich den Schlüssel, so passt. Hat er wahrscheinlich schnell seinem Kollegen gegeben. Wahrscheinlich. Aber warum fragt er ihn jetzt, als ob er jetzt mithilft, sein eigenes Auto abzuschleppen? Ja. Den wahrscheinlich noch ein Mittagskäffchen hier beim Restaurant hier nebenan ausgibt. Muss los. Was denkt er sich? Das Ding muss überprüft werden beim TÜV. Und ja, wenn Sie nicht mitspielen dabei, dann bleibt das Ding so lange beim TÜV, bis wir ein Ergebnis kriegen. Und dann bleibt es nicht einen Tag. So lange, bis man... Sie müssen kooperieren jetzt hier. Ich kooperiere. Sie müssen kooperieren. Sie müssen uns erklären, wenn Sie sagen, das Fahrzeug fährt nicht mit ohne Schlüssel. Ja, wie der eine da filmt. So. Wo? Hast du gesehen? Nee. Das Ding muss überprüft werden beim TÜV. Und wenn Sie nicht mitspielen, auf so richtig dabei, unauffällig, ohne Emotionen so. Lange beim TÜV, auf unauffällig ist er. Und dann bleibt es nicht einen Tag. So lange. Mach ich den Nutzungsausfall geltend. Sie müssen kooperieren jetzt. Jetzt links, die da saß sitzen. So musst du Sie müssen uns erklären, wenn Sie sagen, das Fahrzeug. Da siehst du den einen Typen im weißen T-Shirt? Stimmt. Richtig. Undercover, Digga. Und der Typ rechts daneben, sein Gesichtsausdruck. Ehrenmann. Ohne Schlüssel. Okay, let's go. So. Ich zeig Ihnen das mal. Kommen Sie mal mit. Darf ich mich wegbewegen? Mal ganz kurz. So. Ich darf mich nicht wegbewegen. So. Ich auch noch mal in die Kamera. Und ich darf mein Handy nicht in die Hand nehmen. Wie ist das? Ich möchte nur, dass Sie Ihr Auto schnell wiederkriegen. So. Er zeigt mal ganz kurz, wie man den Wagen dann fährt hier. Sehen Sie da den Start? Let's go. Machen wir dein Mic wieder runter. Start, stopp. So, wie kommen wir jetzt rein jetzt hier ins Auto? Ohne Schlüssel kommen die Polizisten aber nicht in den Wagen. So. Vielleicht dann bleibt dein Auto so lange stehen, dass er bei uns rostet. Ja. Ist uns doch scheißegal, da haben wir keinen Schlüssel. Es sei denn, der Fahrer trägt ihn noch bei sich. Doch die Durchsuchung ist nicht der Schlüssel zum Erfolg.
Was denn jetzt? Er sagt, er hat seinem Kollegen gegeben. Und der Kollege hat ihn irgendwo versteckt. Ja, und sein Kollege, der durfte ja die ganze Zeit frei rumlaufen. Die haben ja nur ihn festgenommen. Ja. Ich sag das. Wahrscheinlich. Ich glaube. Einfach stehen bleiben. Ja. Kooperieren Sie doch ein bisschen. Ich kooperiere schon die ganze Zeit, jetzt kooperiere ich gar nicht mehr. Okay. Das geht alles mit einem Anwalt und fertig. Ich möchte nichts mehr sagen, ich möchte nicht mehr reden und fertig. Und meine Sachen nicht schaffen. Ja, das ist das Beste, was du machen kannst. Einfach sagen, Anwalt oder einfach Maul halten. Warum muss ich mich von einer Frau kontrollieren lassen? Warum? Ich bin ein Mann. In Deutschland. Ja, ich rede nicht mit ihnen. Ich rede nicht mit ihnen, okay? Mit ihnen redet gar keiner. Okay, und die Sachen vernünftig gehandelt. Was denn? Muss Digga, aber jetzt Real Talk wieder an dem. Ist doch so. Warum muss man sich ist so Frau kontrollieren lassen? Man kann sich wenn man will, kann ein Mann sagen, ich will von einem Mann kontrolliert werden, und eine Frau kann sagen, ich will von einer Frau kontrolliert werden. Was heißt, wenn das man, nicht es muss, eine Frau muss von einer Frau kontrolliert werden. Es ist muss. Es ja, ist aber ich glaube. Echt? Ich habe gedacht, wenn zumindest hier in Bayern bei uns ist es ein Muss. Ich habe gedacht, er kann sagen, also wenn jetzt eine Frau auf der Streife oder so ist, dass sich zum Beispiel ein Mann theoretisch von der auch kontrolliert. Also ich weiß es nicht, aber ich hätte gedacht, ist, also wenn er kann es verlangen, dass er von einem Mann kontrolliert werden will. Wenn eine Frau in irgendwas involviert wird, wird dann immer eine Frau angerufen, die dann durchsucht, weil ein Mann ist. Ist ja, das ist logisch. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und warum muss jetzt der Typ von der Frau durchsucht werden? So, okay, ich denke mal, ja. Er hat jetzt nichts dagegen. So. Obwohl vielleicht die Alte schon ein bisschen klebrig so. Aber. Was hast du gesagt? Echt? Die Alte ist klebrig. Oh, Basti. Ja. Trotzdem. Warum hat er sich nicht von dem Typen durchsuchen lassen, jetzt auf dem Homo-Basis? Muss eigentlich, ne? Weiß nicht. Ich möchte einfach mal. Was soll die Scheiße? So eine scheiß rassistische Aussage, weil wir in Deutschland sind. Komm. Ich möchte einfach, dass Sie mit Ihrem Kollegen mal kurz sprechen. Er filmt auch noch. Worüber? Sprechen Sie mit ihm bitte mal. Worüber soll ich möchte einfach, dass Sie mit ihm mal unterhalten. Jochheim vermutet nun, dass der Beifahrer den Schlüssel versteckt hält. Ja, der ist schon längst. Sein Vorschlag? Die Männer nee, der Beifahrer, ja, der Schlüssel, ja. Selbst eine Lösung finden. Sonst wird ein Kranwagen bestellt, der das Coupé aufladen kann. Auch ohne Schlüssel. Ja, mehr kann man ja nicht machen, ne? Kann man ein Angebot machen, dass er das Auto dann bewegen kann. Dass er einen Schlüssel irgendwie rausdrückt oder eine Kodierung irgendwie gibt. Und? Ich fahre den hoch selber. Okay. Ah, jetzt hat er einen Schlüssel. Sieg für Jochheim. Der Beifahrer hat den Schlüssel rausgerückt. Er fährt ihn hoch selber, will er machen. Hey, ist besser so, ehrlich. Ich meine jetzt Free Talk, warum sollte er sich jetzt noch weiter aufregen? Da kommt so oder so eine TÜV, ob er jetzt noch eine Stunde länger sein die hier vergoldet. In der Stunde kann er schon wieder Sachen machen mit Anwalt irgendwie verbinden oder im Hintergrund schon mal irgendwas erledigen, anstatt jetzt hier mysteriös zu machen. Ehrlich. Ja. Die Kontrolle aufgenommen, so werden Leute behandelt, die gar nichts machen. Als ob ich jemanden umgebracht hätte. Ja. Er fährt drauf. Kontrolle vom Auspuff. Der Fahrer wünscht sich Publicity. Hoffentlich strahlen Sie das alles aus. Das machen wir gerne. So, ich. Wunderbar. Hat doch funktioniert, haben wir Glück gehabt. Die Jungs gehen zu Fuß. Basti, das würde ich rausschneiden. Um zu prüfen, ob die eingebauten Extras wirklich legal sind. Wir telefonieren morgen, ne? Ich rufe an. Lass mal ein bisschen weitermachen, ich will wissen, was der TÜV sagt. Ich rufe an, so nach dem Date. Okay? Tschö. Zweite, überraschend leise. Zu laut, sondern auch viel zu flach. Links zu tief. Dann folgt die Probe aufs Exempel, der Kickdown. Gestern hatte der Wagen noch den Sound eines Düsenjägers. Und heute? Enttäuschung auf beiden Ohren. Der Bleifuß hat den Motor auf jeden Fall nicht aus der Ruhe gebracht. Es folgt die Messung. Im Leerlauf darf der Wagen bei 6000 Umdrehungen 85 Dezibel nicht überschreiten. Das Ergebnis? Überraschend leise. Ja gut, dann geht's jetzt.
Passt alles. Passt. Passt es. Inklusive Toleranz ist er in Ordnung. Ja, stimmt nicht mit dem, was ich gehört habe gestern. Ist erstmal so, erstmal in Ordnung. Ratlosigkeit bei den Ermittlern. Auch unter Vollgas hört der Motor nicht. Mertens und Jochheim können sich den Unterschied zu gestern nicht erklären. Haben sich die Beamten verhört? Selbst auf dem Prüfstand scheint alles tadellos. So, mach mal. Das passt nicht zu dem, was ich gestern gehört habe. Das stimmt halt nicht. Er hat Vollgas gegeben, das Ding hat richtig gebrüllt, ey. Sonst wäre ich nicht hinterhergefahren. Spurensuche im Motorraum. Zwei Druckluftverbindungen lösen das Rätsel. Siehst du die Schläuche, blauen? Die habe ich ja gestern als erstes gesehen und die gehen hinten zum Auspuff, zum Entschalten. Ja. Erstmal nicht zur Serienausstattung. Müssen wir mal gucken. Nur wie hat er die da so schnell dran gemacht? Oder abgemacht? Also ich denke mal, das ist vielleicht irgendeine Einspritzung. Weiß nicht. Obvious hat der Typ sie nicht da dran gemacht, Digga. Ja, weil natürlich nicht, aber... Da kann er jetzt nicht einfach so einen Motor und zwei blaue Kabel verlegen. Ja. Das ist der Sender hier. Ich glaub, das ist eine Einspritzung auch erst oder so. Das ist der Sender, weiß nicht. Für die Klappen auf und zuzumachen. Ach. Cool, jawohl. Das habe ich auf erlaubt. Der ist so nicht erlaubt. Und so wie das aussieht, wird damit die Klappe im Auspuff gesteuert. Ach. Dann geöffnet und dann wird die Lautstärke eben erheblich lauter. Okay. Das Gerät steuert den Klappenauspuff. Das heißt also, sobald das Ding hier dran ist, kann dir das lauter und leiser stellen. Die Steuerung erfolgt über ein Verbindungskabel im Handschuhfach. Oh, so, im Handschuhfach. So, dann wollen wir mal gucken. Ein beliebiges Smartphone mit entsprechender Software reicht dazu aus. So, Zündung ist an. Sorry, Stadtsparkasse. Der lädt nämlich nicht, siehst du? Guck mal her. Ist doch an. Nee, da kommt kein Strom raus. Nein, aus dem Kabel. Ist die Steuerleitung. Das ist schon mal ein sicheres Zeichen, dass er damit steuert. Ne? Dass man sowas auf dem Handy hat, ne? Draufdrücken, laut oder leise. Ne? Aber wie blöd muss man sein, oder? Der ist vor 2 Monaten hier gewesen schon, ne? Vor 2 Monaten und dann nochmal die Geschichte hier. Also. So, der hat auch eine Website. Da muss man sich ernsthaft überlegen, ob man nicht mal die charakterliche Eignung in Frage stellt. Ja, Paragraph 2. Zunächst informiert Jochheim das Straßenverkehrsamt. Da der Wagen wegen verbotener Umbauten wiederholt aufgefallen ist, entscheidet der zuständige Sachbearbeiter am Telefon, den getunten Renner sofort stillzulegen. Basti, ich will schlafen. Außerdem ergibt die Recherche, dass der Fahrer Schulden bei der Stadt Köln hat. Daher ist ein Beamter vom Kassen- und Steueramt erschienen, um die Außenstände einzutreiben. Auch der Fahrer ist inzwischen vor Ort. Kommissar Mertens überbringt ihm die schlechten Nachrichten, nicht ohne Genugtuung. Ja. Immerhin, er gibt Hand. Wir haben jetzt Nachprüfung gemacht, erhebliche Mängel. So, jetzt haben wir mit der Straßenverkehrsbehörde gesprochen, mit der Stadt Köln. Die Stadt Köln hat gesagt, das Auto wird stillgelegt hier. Boah. Zum wiederholten Male mit diesem Auto aufgefallen sind. Sie als Person. So, jetzt kommt noch ein anderer Punkt. Wir haben einen Herrn, mit dem müssen Sie sich gleich mal unterhalten. Da haben Sie mir nicht Forderungen offen bei der Stadt Köln. Erhebliche Forderungen. Zahlen Sie mal Ihre Steuerschulden und dann... Ich habe keine Steuerschulden. Doch, haben Sie. Okay. Haben Sie. Nee, aber mit Ihrer Einstellung. Was denn? Mit Ihrer Einstellung hat das zu tun. Gar alles klar. Ja. Ist genauso uneinsichtig wie gestern, ne? Er weiß alles und der Anwalt weiß alles und er hat keine Schulden und ist alles gut und das Auto ist nicht ihm und. Glücklicherweise hat man da schon mal öfter was abgemacht und drauf, ne? Also geht spielend leicht ab, ne? Wieder Flex. Das Auto ist damit stillgelegt. Und wegen der nicht gezahlten Schulden wird es, darüber hinaus, gepfändet. Boah. Au, das tut weh. Ja. Alter, da ist er einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen. Ja. Ich meine jetzt Real Talk. Er hat doch die gelben Männchen hier, also die Polizisten doch obvious gesehen. Der ist doch an denen vorbei. Als ob er die nicht gesehen hat, so an der Seite. Ja, verstehe ich auch nicht. Also ich, entweder hat geflext, weil er gesehen hat, okay, Polizisten. Oder er ist einfach ein Dulli.
Weiß nicht. Du weißt alles besser. Kann alles, du weißt alles. Das Kassensteueramt hat entschieden, die Stadt Köln, der Wagen wird gepfändet. Gut, sind Sie fertig. Boah. Pfändung tut halt weh. Nö, den kriegen Sie nicht. Den schreiben wir. Wenn Sie bezahlen, bekommen Sie einen Bericht. Und wir werden Sie auch immer wieder aus dem Verkehr ziehen, verspreche ich Ihnen. Wir gehen jetzt auf den Sack, bis Sie Ruhe geben. Boah, Digga, das muss jetzt nicht sein. Hab's genommen. Richtig, Digga. Richtig arrogant. Würde er das sagen? Würde er das sagen? Ich geh ihnen so lange auf den Sack bis Punkt. Ja. Digga, der hatte solche Probleme am Hals. Wahrscheinlich Beamtenbeleidigung und sowas. Safe. Alter, wie er sich aufführt. Ja. Digga, schönen Tag. Tschüss. Der Mann geht zu Fuß nach Hause. Wütend und uneinsichtig. Das sind so die Tage, ey, das macht den Beruf so anstrengend, dass die Leute dann auch einem entgegenbringen. Ne? Und er hat jetzt gerade mehrfach auch geäußert, ihr hier in Deutschland, ne? Und wenn ich nicht und ihr vertretet hier. Ne? Also irgendwie hat er auch unser System gar nicht akzeptiert. Ne? Sonst würde er sowas nicht sagen. Oder nicht verstanden. Ne? Oder er ignoriert das System und ja, ist so meine Vermutung. Ne? Und da kommt man auch nicht dran. Da kommt man auch wirklich nicht dran. Und ja, das Auto steht jetzt noch da, ne? Und Stadt Köln hat Forderungen erhoben jetzt. Und dann wird das Auto jetzt einbehalten. Kannst du mal kurz aufschreiben? Mal kurz. Doch es könnte noch schlimmer kommen. Digga, wie hoch sind denn seine Schulden? Wenn dass sein Auto gepfändet wird. Ja, das Auto. Okay, es ist ganz schön alt. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer es auf dem Buckel hat. Es hat ganz schön fett Tuning drauf. Ja. Also ich denke schon so. 60 vielleicht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal. Jochheim telefoniert mit der Führerscheinstelle. Die Polizisten möchten den Fahrer am liebsten ganz aus dem Verkehr ziehen. Auf jeden Fall ist der mit Erfolg. Der hat den Führerschein. Vielen lieben Dank, ne? Bis dann, tschüss. Ja, wahrscheinlich vielen lieben Dank. Alter, du nimmst einem Menschen das Leben fast ohne Führerschein. Einem Mann nimmst du sein Leben ohne Führerschein. Nein, das übertreibe ich mal nicht. Doch. Also. Es tut schon weh. Wenn ich irgendwo unterwegs bin. Also, ich will jetzt nicht sagen. Also, obwohl, doch. Wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin. Im Ausland, Urlaub, dies, das. Dann, ich würde schon mittlerweile behaupten, ich habe eine leicht emotionale Verbindung zu meinem Auto. Und ich vermisse es, mit dem zu fahren. Und das tut echt weh. Auto gefändet und Führerschein weg. Ja. Mich persönlich würde das extrem verletzen. Extrem. Ja, kann ich verstehen. Yep. So. Perfekt. Jetzt hat er aber alles. Jetzt kriegt er das volle Programm. Alter. Digga, wie ihn das auch noch richtig schön reindrücken wollen. Alter, muss los. Das nächste Mal ziehen die ihn komplett aus, dann muss man mit Unterhose heimfinden oder was? Leugner ist der Chef der Führerscheinstelle. Ja. Und ich schreibe meinen Bericht dazu und der wird auf jeden Fall vorgeladen. Okay. Und muss dann direkt nachweisen. Ne? Also ich gehe davon aus, der Führerschein ist dann auch dann irgendwann weg. Die Beamten schreiben. Na, perfekt. Ja, perfekt. Super, wunderbar. Mission erfüllt. Mach's nochmal einfach sauber durchziehen. Punkt, Ende aus. Es ist aber kein Abschied für immer. Bisschen Schlussstrich ziehen, Alter. Fazit. Ja. Okay, Digga, er hat Scheiße gemacht. Okay. Aber führerisch. Ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, dass wenn er schon öfters... Ja, auf jeden. Wenn er schon öfters deswegen irgendwie belangt wurde oder so, aus eigener Dummheit kann man schon verstehen, dass der Führerschein dann auch weg ist. Hart ist es natürlich trotzdem. Aber ich kann es voll nachvollziehen. Ja. Also, jetzt, okay, in der Situation kann man das vielleicht entschuldigen, aber trotzdem, ein paar Kommentare hätte man sich stecken lassen können von der Polizei aus. Die sind immer so ja, die Vorbilder, wenn man bei denen sowas bringt. Aber auch von seiner Seite aus. Ja. Von beiden Seiten, beide haben hätten ein bisschen Gang zurückschrauben können. Ich denke mal, du hast ja gehört, wie viel er da auf dem Buckel hat, dass er einfach in der Vergangenheit halt so viele schlechte Situationen hatte mit Cops und so weiter. Das halt mittlerweile. Ja, selbst schuld. Ja, selbst schuld. Auf jeden Fall, aber. Ich kann da so einen leichten.
wie vernannt man Kooperation, Diskooperation? Ich weiß es nicht. So, weiß nicht. So eine leichte, so, interessiert mich nicht, was ihr macht, macht einfach, aber lasst mich da raus, so. Hehe, boah.